ganze Romantik ist natürlich auch. Oh, da sind wir ja. Hallo! Hallo! Wir waren gerade noch schön gemütlich am Quatschen, weil keiner von uns sich traut, schon mal vorzuspielen nee. In Heart of Darkness. Vor allem was du warst noch. Ihr habt uns echt gerade überrascht. manchmal Raff, wissen wir, ist es los, aber das jetzt gerade, ich muss hier noch kurz. Du musst noch das Getränk Bier abkleben. Das Rocket Bier. Du warst gerade noch voll am Essen und ihr wisst gar nicht, wie das riecht. Das riecht so lecker. Und was habe ich gegessen? Wir haben heute Morgen eine Pizza bekommen. Dann hat unsere Firma irgendwann standen wieder freundliche Besucher, die hatten 4 Pizzen gebracht. Aber die kommen immer nicht weit. Die kommen echt nicht weit. Die kommen nur bis zum Eingang und dann. Also kleiner Tipp, wenn ihr die für die Leute bestellt, die ihr on air seht, das kommt nicht mal annähernd so weit. Das kommt original, wenn ihr Glück habt, ein Stockwerk höher. Ja, das wie Piranhas und so. Als wenn du durch ein Piranha-Becken schwimmst, so kommt die Pizza dann am Ende an, nur noch der Karton. Und, aber danke für die heute Morgen, weil ich war früh da und da waren noch nicht so viele da kommt so eine Pizza dann. Aber das ist jetzt, über 12 Stunden her oder so, kein Plan. Und ich sage ja das, was ich immer sage, spendet's lieber, haut nicht einfach Pizza raus für den Dennis. Das landet nur in diesem schwarzen Loch aus Magen, den du da hast. Ja. Du wirst ja wenn die eine Reaktion sehen würden, dass du fett wirst oder so, aber du wirst ja nicht mal das. Ja, ich wollte jetzt auch nicht dazu aufrufen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass du da gerade lecker gerade was noch essen wolltest. Ja, und ich habe uns gerade wieder umgebracht. Du spielst schon wieder, oder was? Nee, ich bin einen Schritt vorwärts gelaufen. Willst du spielen? Du willst essen, ne? Nein, ich lasse es essen. Das ist gerade heiß, gib mir ruhig. Ich du hast es ja schon ein bisschen. Wir sind an der Stelle, an der wir letztes Mal gescheitert sind. Wir haben aber durch den Chat hier und da, ich hole mir den Chat auch gleich mal, haben wir schon Lösungsansätze bekommen. Und ihr werdet gleich sehen, wie der Dennis das alles macht. Ich hole mal den Chat. Ich kann dir den Chat auch holen. Was habe ich? Komm her, Chat! Du hast dich! Der sträubt sich. So, da. Was sagt er denn? Puff! Oh, das ist ein bisschen warm. Wir sind gefühlt am Ende, also zumindest im letzten Abschnitt des Spiels. Viel passiert nicht mehr. Frage ist trotzdem, ob wir es schaffen heute. Denn es ist ja teilweise dann doch ein bisschen heftig. Da steht sein Essen. So! okay, unten war nicht so richtig. Man muss nämlich erst hoch, das erinnere ich mich. Und oben den Kram erledigen. Ah, nee, nicht ganz. Vielleicht kann die Regie den Ton leiser machen. Das ist unglaublich laut hier, wirklich. Absurd laut. Danke. Ah, so ist besser, ja. Ja, das kam auch mal zurück, der Sound aus der Regie hier. Super Hightech. Wir gehen hoch. Ja, ich suche währenddessen. Dann schießen wir den ab, springen nach links. Wir haben kein Internet, dann können wir natürlich auch keinen Chat. Kein Internet mehr. Das ist schade. Nee, wir haben leider gerade kein Internet. Auch so viel Internet, das ist irgendwann ein Lerne. Oh, fuck! Ich weiß gar nichts mehr. Ja, tut mir leid, ihr seht's hier. Ich bin aber weiter dran, vielleicht. Ey, das habe ich auch manchmal. Man muss einfach. Draufhauen. Ah, nee, wir haben neues Internet. Ah. Guck mal wegen hier, ne? Quellen, da gibt's. Oh. Da gibt's neue Internets. Oh, ich guck mal. Guck mal, ich glaube, ich hab sogar das Passwort im Kopf. Weil mein Kopf ist krass. Krass. Weil ich bin noch dabei, alles gut. Ich werde dich fragen, wenn ich. Ich warte gerade währenddessen nochmal ab, dass ich will nämlich, dass die Jungs da oben dazu kommen. Siehst du hier eins? Was es sein könnte, das hier vielleicht? Das ist es, genau. So, bitte einmal kurz das Passwort eingeben. Okay, sorry Leute, ich werde einmal kurz, das war. Dauert nicht lange. Na, es könnte schon, weil ich mag diese Touch-Tastatur nicht. Wann ist denn jetzt groß und wann ist. So, mache ich das mal. Ich weiß ja hier vorne, was man machen muss. Nur die Frage, ob ich es schaffe. So. Oh, jetzt habe ich verraten, dass der erste Buchstabe groß ist. Ja. Ich habe es für dich gemacht. Also, okay. So, wie kann man nochmal springen? Oi, 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 da ist ja schon ganz schön weh. So, verbinden, hoffentlich war es. Ah, so war es, okay. Falls ihr Heart of Darkness jetzt zum ersten Mal seht, wir spielen schon eine ganze Weile. Ihr könnt euch das auf YouTube unter unserem Let's Play-Kanal zum Beispiel alles angucken. Und das jetzt alles zu erklären, was passiert ist, würde wahrscheinlich zu lange dauern, aber letzten Endes
sind die Schatten hier, die ihr seht, und ihre Vasallen da, die anderen in den Rüstungen, sind alles böse Jungs. Und es gibt auch die guten Jungs, aber die kriegen die ganze Zeit von den Bösen auf den Sack. Und deswegen müssen wir das ändern und bei der Gelegenheit auch gleich noch unseren Hund wiederholen. Ja. Der wurde nämlich entführt. Warum, wissen wir nicht so recht. Irgendwas hat der Bösewicht damit vor. Aber eigentlich wollte er uns. Das ist klar. Aber warum er uns wollte, ist auch noch nicht ganz klar. Ja, es funktioniert. Okay. Ah. Die Leute, ach, shit. Jubeln dir schon zu. Du hast eben anscheinend irgendwas Gutes gemacht. Nein. Die lachen. Simon. Das ist ironisches Jubeln. Jetzt ist es auch wieder ein guter Moment für ironisches Jubeln. ich habe ja versucht, für dich den Level schon mal weiter zu spielen, bin aber gescheitert. So, Simon, dein Essen wird kalt, sagen die. Ich biete dir an, jetzt den Controller zu übernehmen, weil ich verstehe das, wenn man sich gerade so ein leckeres Essen gemacht hat, das ich in diesem Moment tatsächlich sehr gut nachvollziehen kann, würde man es eventuell gerne essen wollen. Aber ich will es einmal versuchen noch. Okay, probier's. Für die Horde. Oh. Bei Kingsfield müssen wir die Golems mit dem fallen. Ja, danke. Der ist direkt jetzt von unten. Der Colin schon geduscht. Das sind schon ganz schön gemeine Hunde. Manchmal unten rum, manchmal schießen sie oben rum. Auf jeden Fall werden aus den Samen, die aus ihnen rauskommen, doppelt so viele. Also es ist wirklich ganz schön gemein. Und die Schatten selbst sind auch nicht so lecker. Die, die schleichen sich immer an und dann fressen die einen einfach so. Schlupfen die einen weg. Ey, pass auf, ich mach's jetzt beim ersten Mal. Daria. Was war denn da jetzt? Ja, falsche Animationsphase irgendwie. Kann immer mal sein. Nein! Okay. So, den Bounce mit super Aufladpumps. Puff. Hoch. Wir schaffen das heute. Ich sag's dir, wir müssen das heute schaffen. Ja, ne? Du, also, sagst es ja, es ist vielleicht echt nicht mehr so weit. Fiese Stelle, ist auch die fieseste Stelle einfach. Habe ich das Gefühl. Wir haben noch nie so lange gehangen wie hier. Ja. So, jetzt, bam! Ach nee, shit! Du kannst sie mit kann dem ich runter? Fuß, wieso kann ich nicht runter? Das geht irgendwie nicht mehr. Es muss aber eigentlich gehen. So, jetzt haben wir nur den Chat. Guten Abend, Leute. Oh nein, ein Fucker! Das sind die Herr von oben. Guck mal, ich hab die Typen erledigt. Ich hab die voll vergessen. Ich wollte am Anfang, mache ich ja immer gerne welche weg von denen, aber diesmal habe ich gar keine. Na doch, du kriegst das schon. Weil ihr euch fragt, was es ist, einfach nur ein billiger, auch schon von der Hitze im Ofen, total eingedellter Plastik. Salami-Nudel-Auflauf für 1 Euro. Ich dachte, das wäre Lasagne. 40. Ach so, Lasagne jetzt sehe ich, das sind ja Nudeln. Du hast Lasagne daheim. Erzähl mehr spannende Sachen. Erzähl mir von Essen, ja, das ich habe mich mal schön hast. Für 6 Euro schön eingepackt. Eingedeckt. Wobei, es gibt ja hier bei uns um die Ecke in dem Supermarkt unseres zweiten Vertrauens. Wir haben ja zwei hier. Der Notsupermarkt. Der Notsupermarkt, der 5 Meter weiter weg ist und deswegen eigentlich nur unser Notsupermarkt ist. Das ist korrekt. Da gibt's so ein ganzes Kilo Lasagne für irgendwie für 3 Euro oder so, weil das ist original ein Kilo, das ist Sonnenonken. Ach, wer will denn so viel essen und dann schmeckt wahrscheinlich auch noch mittelmäßig und dann hast du da so viel von? Ja, aber irgendwie ist die gar nicht so schlecht, das will ich damit sagen. Normalerweise hasse ich auch Tiefkühl, also so diese vorgefertigte Fertiglasagne. Aber ich mag die lieber selber machen und so. Also ich jetzt nicht, aber es gibt Leute. Jetzt mach das doch mal, Dennis. Ich warte, dass die da oben kommen. Du redest von Lasagne, darum geht's. Ich glaube, die kommen nicht mehr. Jetzt kommen sie wieder, ja, weil es einfach Hunde sind. Jetzt hauen sie wieder ab. Wenn du oben... Na, egal. Haha. Alles richtig, mach sie alle. Fucker. Oh, dieser Bodenfeuer-Flammenschuss. Da kann man natürlich springen, aber das ist echt nicht einfach. Ja, Leute können die Lasagne vom Aldi sehr empfehlen. Also, wir reden nicht vom Aldi gerade, aber scheinbar ist der ganz gut. Ja, mein Gott, warum sagt ihr denn jetzt alle Aldi? Die sind alle bezahlt worden. Ja? Also, bezahlte Aldi-Chat-Rolle.
mag bei Aldi in der Mitte immer diese Sachen, die nichts mit Lebensmitteln zu tun haben. Die haben da doch immer denn. Die Paletten Woche, oder was? Holzpaletten? Ja, nee, diese Metall-Dinger, wo dann so, keine Ahnung, da sind denn, die verkaufen Eimer, MP3-Player, ja, so, Unterhosen, ja, Reinigungsmittel, Krabbelware. Besen. Ja, diese Krabbelware. Und jedes Mal, wenn ich beim Aldi bin, muss ich irgendwas da mitnehmen. Irgendwas ist ja immer bei, was du brauchst. Ich habe original letztens einfach einen Eimer gekauft. Er war schön, er war nämlich nicht rund, er war nämlich so oval. Hast du? Ja, Mann. Super, Achtung! Auf die musst du jetzt nur noch aufpassen, nur noch die. Das war falsch. Das war sehr falsch. Das war maximal falsch. Danke. Aber bis dahin war es richtig gut. Ja, danke, aber es, in meinem Kopf sah es auch echt ein bisschen anders aus. So, der Chat redet weiter über Lasagne. Oh nee, Pizza-Burger, Leute, kann ich nicht mehr essen. Damit ist Schluss. Ja, die. Wir werden ja auch nicht mehr gesponsert, oder? Von denen. Wurden wir mal von denen gesponsert? Wir haben ja zu Hard Reset-Zeiten gab es bei uns Pizza-Burger-Werbung. Aber da war der auch noch lecker. Als wir nicht mehr hatten als Werbung, da war dann wurde er scheiße. Ja, aber der kostet halt auch genauso viel wie eine Pizza und es hat einfach keine Daseinsberechtigung, etwas zu machen, was ähnlich ist wie Pizza, genauso viel kostet, weil es gibt halt schon Pizza. Warum solltest du. Das hast du wunderschön erklärt. Was brauchen Sie Pizza? Es gibt doch schon Pizza. Ich fand den Pizzaburger als Idee toll, aber er wurde nach und nach immer fadenscheiniger, fadenscheiniger, geschmackloser. Och Mann, ey, wie die sich da vorschmeißen, wie die letzten Reuden. Ja, die machen es aber richtig, so muss es eigentlich sein. Schön vor den Chef schmeißen. Ah, oh, fuck you, du schwarzer Kacktödel! Achtung, das hier doch. Jetzt nur noch die. Jetzt sind es halt vier davon. Oh Gott, das wird ja gar nichts. Soll ich nochmal? Oder willst du noch? Du sollst verdammt nochmal essen, dass das hier nicht mehr so lecker riecht. Pizza ist halt kein Dark Souls. Hat der Chat gesagt, ich wiederhole nur. Aber Pizza und Dark Souls bei dir schon ziemlich auf derselben Schiene. Ey, wie oft ich schon in Dark Souls gestorben bin, weil ich in der linken Hand eine Pizza hatte. Ich glaube es. Auch wie so ein Pizzabäcker, balancierend und ab und zu abbeißend, während du sie drehst. So habe ich die mal gegessen, als ich ganz schnell los musste, vergessen, dass ich eine fertig hatte, gehe ich aus der Tür raus, klingelt der Ofen. Habe ich die noch schnell mitgenommen, nicht mal Zeit zum Schneiden gehabt, und dann musste ich so fahren, runden, kompletten. Das war total dämlich, weil dieses ganze Fett dann auf mich raufgetropft ist. Das magst du doch, du riechst doch gerne nach Pizza. Das stimmt, ja, aber es sieht halt doch scheiße aus. Es sieht ein bisschen scheiße aus. So, zack. Rüber mit dir, Bengel. Feuer frei. Ach du. Wir schaffen diese Stelle heute. Da so viel dazu. Ich warte jetzt nochmal. Ich will, dass da. Die müssen einfach oben weg. Wir müssen die Minute Zeit uns nehmen, weil die Chancen, aber jeder, der weg ist, exponentiell erhöhen, dass wir das schaffen. Alles richtig. Ich glaube nur, die kommen erst dann zu dir, wenn du so ein bisschen hochgeklettert bist. Weil, siehst du, jetzt kommt einer. Und sobald du runter gehst, haut er nämlich wieder ab. Also geh mal hoch. Ich komme ja nicht wieder runter. Kannst du schießen hier? Nee, gell? Doch, kann ich. Aber du kannst nicht schreien. Ja, ja. Siehst du, guck mal, die Zeit muss ich mir nehmen. Weil am Ende sind es, ich mache alles richtig und dann sind es vier Typen und dann hat es mir das auch nichts gebracht. Siehst du hier, die muss ich den. Komm her, du. Super. Sein Buddy. Super. Wenn die weg sind, ist alles cool, hoffe ich. Auf jeden Fall. Wie war das denn nochmal super? Kann man mit einem normalen Schuss die auch zerteilen oder braucht man dafür den fetten? Weil ich glaube, es ging auch sicher. Mit einem. Okay, weil der Fette ist natürlich jetzt nicht so wichtig. Ja, du hast es geschafft, genau. Mach den auch noch. Super. Oh, jetzt haben wir es. Wir haben es. Und danach kommen leider noch ein paar andere heftige Level. Oh, oh, oh. Nur kein Flammenball auf dem Boden jetzt. Du hast es, noch einen. Ja! Woo! Geil. Kleine grüne Atomexplosion. Und auf diese Freude gibt es jetzt ein bisschen Werbung, oder? Uff. Schön, die Werbepartner können auch mal ein bisschen Rambazamba machen. Uff. Gleich geht's weiter und vielleicht schafft es der Dennis heute noch durch. Ihr seht, er ist motiviert und du bist dabei heute. Ich bin dabei heute, ja. Okay, ja. Vom Kopf bis Fuß ist der Dennis auf Heart of Darkness eingestellt. Seid dabei, seid es auch. Bis gleich.